Herzlich willkommen zu Am Rande der Bande, dem Videoblog der Westdeutschen Zeitung zu den Krefeld Pinguinen und heute präsentiert von der Lernstil GmbH, dem Weiterbildungsinstitut in Krefeld. Nach einer verdienten Pause stehen die Jungs hinter mir wieder auf dem Eis und haben ein Feuerwerk der Tore hingelegt gegen Köln. Leider konnten sie das 6-Punkte-Wochenende nicht ganz zu Ende bringen. In Augsburg verlor man mit 2:1. Aber Oskar Östlund, ein stellungsspielbezogener und ruhigerer Torwart, hat auf jeden Fall gezeigt, dass man auf ihn bauen kann. Jussi Renes vermissen wir leider heute. Wir hatten viel Spaß im Central Arena Talk mit ihm, aber leider steht er nicht auf dem Eis. Wir wünschen ihm daher alles Gute und gute Besserung. Aber jetzt die Gesprächspartner. Alex Trivelato. Alex Trivelato hier neben mir und wir sind wieder natürlich auf dem Eis nach der Pause. Alex, erzähl mal, wie liefen die ersten Trainingseinheiten? Ja, wir haben uns ja Samstag, Sonntag wieder getroffen und das Training war sehr intensiv, hat aber Spaß gemacht. Die Jungs waren gut drauf. Dann hat man am Montag nochmal Zeit zum Regenerieren, aber frei. Und seit 2 Tagen sind wir wieder auf dem Eis und es läuft ganz gut. Wie hast du denn die Pause verbracht? Ja, ich bin mit Brownie nach dem Augsburg-Spiel, sind wir direkt nach Berlin gefahren und da habe ich 5 Tage verbracht. Schon eine geile Stadt, ne, Berlin? Ja, ich meine, ich kenne sie ja auswendig, da habe ich ja 5 Jahre lang gewohnt. Deswegen, ne? Ja. Und ich habe gehört, letzte Frage noch von mir, du warst ja Billard spielen und was hast du dazu zu sagen? Ich habe einen geheimen Tipp bekommen. Ja. Bekanntlich waren wir ja gestern mit ein paar Jungs Billard spielen. Leider konnte ich meine Leistung nicht abrufen und war auch sehr angepisst darüber, sagen wir mal, bis heute Morgen. Meine Stimmung war nicht sehr gut, ich habe fast einen Kühlschrank zerstört, aber letzten Endes habe ich es dann doch nicht gemacht, musste dennoch aber den ganzen Abend bezahlen, was natürlich schmerzt. Was meinst du, wer mir wohl den Tipp gegeben hat? Ja, Daniel Pieter, die Ratte, ich weiß es. Niemand mag ihn, aber so ist er. Er macht sich halt unbeliebt in der Kabine. Da sehen wir es. Ich habe es früher schon gesagt. Nein, Spaß beiseite. Danke dir für das geile Interview. Ja. Ich wünsche dir noch ein gutes Restjahr. Ich arbeite leider nicht an meinem Comeback. Ich wollte nur ein bisschen Spaß haben mit den Jungs. Aber hier am Mikro. Da versuche ich mich jetzt und möchte euch gerne einladen zum Heimspiel am Freitag um 19.30 Uhr gegen die Eisbären aus Berlin, die im Moment auf dem 4. Platz sind und eine gefährliche Mannschaft auch auswärts sein können. Am Sonntag wiederum ist es ganz, ganz wichtig zu punkten. Das ist unser direkter Gegner, ein Platz über uns. Die Iserlohn Roosters um 16.30 Uhr müssen wir 3 Punkte holen und es wäre natürlich schön, wenn wir so ein Feuerwerk starten können wie gegen Köln. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass ihr alle dabei seid und die Pinguine unterstützt. In diesem Sinne, bis bald zum nächsten Am Rande der Bande.